Moin, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge. Ja, ist es schon ein Let's Play? Oder ist es hier noch eher ein... Ne, wirklich ein Let's Play ist es noch nicht, würde ich sagen. Ich guck erstmal. Was man so macht. Ja, vom Pure Farming. So, begib dich zum Rand des Feldes. Sie haben ein... Oh, schon wieder eine neue E-Mail. So langsam wird's ja schon fast lästig. So, 4 E-Mails. Krass. Ja, Pure Farming 2018. Vorgestern rausgekommen. Wir gucken mal, was wir hier machen. Oder wie das Spiel so ist. Im Moment nervt es mich so ein bisschen, dass ich hier keinen Controller benutzen kann. Also ein Gamepad könnte man benutzen, aber irgendwie ein Lenkrad oder so kann man, glaube ich, nicht benutzen. Wir müssen im Moment mit Tastatur spielen. An deiner Stelle will ich den Mähdrescher überprüfen. Nachsehen, ob er repariert werden muss. Ja, machen wir jetzt nicht. Du hast gelernt, Fahrzeuge zu fahren, um dich an deine Maschine zu kümmern, dass sie dich nicht im Stich lassen. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir den Job erledigen. Du hast sicherlich bemerkt, dass die Ernte auf dem nahegelegenen Feld bereit ist, eingeholt zu werden. Um das zu erledigen, brauchst du einen Mähdrescher und einen Pflücker. Aber das weißt du sicherlich. Also ein Schneidwerk, meine ich bestimmt. Machen wir dich also mit der Verwendung der Maschine vertraut. Die Fahrgrundlagen des Mähdreschers. Ja, habe ich alles schon gemacht. Den Pflücker abnehmen. Ja, gut, will ich aber ja gar nicht abnehmen jetzt, sondern ich will ja jetzt zum Feld fahren. Und dafür muss ich hier rückwärts fahren. Unten, links, sehen wir in der Karte, wo ich hin muss. Achso. Genau, dem blauen Pfeil folgen sozusagen. Und hier ist auch immer schön. Ja. Vielleicht soll man beim Mähdrescherfahren ab und zu auch mal nach draußen gucken. Ups. Wieder eine E-Mail. Ich bin ja hier mehr am E-Mails lesen als sonst irgendwas. Verwendung des Mähdreschers. Mähdrescher ausfahren, Pflücker senken, heben, Pflücker einschalten. Okay. Ich habe immer noch nicht das eingestellt, dass ihr die Maus seht. Ich weiß, mache ich, wenn ich dran denke, in der nächsten Aufnahmepause, dass ihr dann da was sehen könnt. Pflücker einfalten. Tempomat an, aus. Linke Shift-Taste. Na denn. Also, Mähdrescher ausfahren. Ja, haben wir. Radio interessiert mich nicht. Den entlade mich, den Erntemechanismus ausschalten. Wann das jetzt? Achso, F, arbeiten. So, der ist an. Ja. Ich kann nicht weiter wegscrollen. Ja, dann fahren wir doch mal. Gut, war jetzt die erste Reihe nicht ganz so. Nicht so mega erfolgreich. Der Staub ist schon cool. Die Strohtextur, die auf dem Boden liegt. Naja, okay. Kann man machen. Finde ich.
bisschen aus der Innenansicht aus. Kann man da jetzt noch weiter rein und rauszoomen? Nee. Aber ich kann weiter nach unten gucken. Klingt ja auch schon besser. Gerade ausfahren, muss ich dann noch mal üben. Da habe ich ja alles stehen lassen. Ist ja unfassbar. Jetzt soll ich mal wieder rausgucken. Ey, das geht gar nicht, Leute. Das war echt schlecht von mir. Okay, er schüttet also immer nur aufs Feld, Startablage. Ja, weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Also einerseits versaut es uns hier nicht die Umgebung, andererseits... Ja, das ist es nicht, ne? Gleich ist mein Popcorn-Tank voll. Bin ich mal gespannt. Ah, das. Oh, 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 oh. So. Ja, ich weiß. Mein Popcorn-Tank ist voll. Aha. So, ich muss aber erstmal in den Traktor einsteigen. Erst muss ich E-Mail lesen. Da steht bestimmt drin, ich soll in den Traktor steigen. Die erste Ernte. Du hast genug Weizen geerntet. Jeder Mähdrescher hat einen Container, in dem die Ernte gelagert wird. Das blaue Messgerät in der unteren rechten Ecke zeigt an, wie voll er ist. Anscheinend ist kaum Platz übrig. Eine Warnleuchte. Ja, alles klar. Bin ja nicht ganz dämlich, ne? Schön ist, wenn man direkt auf dem Feld steht, dass einem da rechts ganz groß angezeigt wird, was mit dem Feld los ist. Mann, ey.
Schließe den Anhänger an. Naja, die deutsche Übersetzung. So, habe ich wieder eine E-Mail empfangen, ja? Sehr schön. Zwei Stück sogar. Einen Anhänger anschließen. Dann kann man sicher sein, dass der Traktor nützliche Landmaschine ist, mit den richtigen Geräten kann er dazu genutzt werden, Feldfrüchte zu transportieren, Gras zu mähen und Heu aufzusammeln, sowie für viele weitere Funktionen. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, Feldfrüchte aus dem Mähdrescher zu holen, sie für die Lagerung vorzubereiten und sie zu guter Letzt zur Einkaufszentrale zu bringen. Aber eins nach dem anderen. Setze den Traktor zurück und schließe ihn an einen Anhänger an. Ja, habe ich. Feldfrüchte entladen. Parke den angeschlossenen Anhänger neben dem Mähdrescher mit dem du Getreide entladen hast. Um den Fall in den Anhänger zu gewinnen, musst du erst den Mähdrescher. Ja, okay. Das heißt für mich aber auch, dass ich jetzt hier nicht in die Frucht fahren werde. In die Frucht fahren. So. Ab zum Mähdrescher. Wo es nicht glatt ist, kann gelaufen werden. Nee, ich will da nicht. Boah, ist das. Jetzt muss ich echt in die Frucht fahren, damit ich hier diese Aufgabe bestehe. Was ist das denn für ein Quatsch? Ist doch wohl gar nicht. Schlecht geerntet. Unglaublich. Unfassbar. Ja, stehe ich wohl drin für mich. So. Naja, ganz so begeistert bin ich ja ehrlich gesagt noch nicht davon, ne? Ja. In den Anhänger. Hey, war ganz was Neues. Ich habe eine neue E-Mail bekommen. Lagerung der Feldfrüchte. Gut gemacht, Farmer. Gehen wir zum nächsten Punkt über. Dem Lager der Feldfrüchte im Silo. Fahre auf die Entladerampe ins Zentrum des Lagers, sodass der Anhänger etwa in der Mitte ist und entlade die Feldfrüchte. Feldfrüchte entladen. Eine Fruchtzerstörung haben wir nicht, ne? Nein. Okay, habe ich bisher auch noch keine Option gesehen, wo man es einstellen kann. Gut, ich spiele im LS im Moment auch noch ohne Fruchtzerstörung. Aber für die Leute, die es wirklich realistisch wollen, ist natürlich nichts. So. Automatische Tore. Bornkammer. Abladen. Ja, hier liegt immer dieser blöde hässliche. Ich habe eine E-Mail empfangen. Die Feldfrüchte wurden dem Silo hinzugefügt. Du kannst sie wieder in
in den Anhänger verladen. Aha. Um die Feldfrüchte von der Kornkammer in den Anhänger zu verladen, musst du unter dem Treibgang des Silos parken und sie verladen. Mit R. Mensch, wer hätte es gedacht? Das kenne ich, kenne ich noch irgendwie aus einem anderen, Spiel. Wo ich dann auch, wenn ich was aus dem Silo haben will, muss ich auch mit R. Tatsächlich Weizen wieder voll machen. Verkaufe 6200 Kilo Feldfrüchte an der Einkaufszentrale. Ja, das machen wir, aber nicht mehr in der heutigen Ausgabe. Ich gucke nochmal eben, was die E-Mail sagt. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar. Ja, über ein Abo würde mich freuen, auch wenn ihr mir bei Facebook folgt, Friesenjung13. Und ja, zu dem Verkauf deiner Feldfrüchte, dem Verkauf deiner Feldfrüchte, immer, das ist der Kern der Sache. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Ich sehe jetzt erstmal zu, wie ich hier aus dem Spiel wieder rauskomme und wie ich den Spielstand speichern kann. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zur nächsten Folge. Ich nenne es mal Let's Play Pure Farming 2018. In diesem Sinne sage ich ciao.